Hallo liebe Liebenden, willkommen auch heute wieder zu Mana Flask Adventskalender. Ich hoffe, die letzten Folgen haben euch gefallen, denn wir machen einfach weiter. Scheißegal, ob sie euch gefallen haben oder nicht. Wir drücken es euch 24 Tage lang rein. Ja. Nicht, was du denkst, Jens. Nein, was ich denke an, weiß ich nicht. Mit. Ja, auch heute fangen wir wieder an mit dem lustigen Video. Diesmal ist es allerdings kein World of Warcraft Video oder was auch immer, sondern es ist ein Real-Life-Video. Oh mein Gott! Ja, richtig. Oh nein, wer hätte das gedacht? Ja. Und es hat sich wie ein Lauffeuer durchs Internet verbreitet. Vielleicht kennt ihr es auch schon. Ohne groß zu labern, hier kommt's. Komm, komm, Alter. Bester Mann. Bester Mann, oder? Komm, komm, Alter. Bester Mann. Bester Mann, oder? So, Jens, kommen wir zu deiner heutigen Aufgabe. Das Community-Mitglied, welches jetzt erscheint, hat dir eine Aufgabe gestellt. Und zwar sollst du bitte eine Weihnachtsgeschichte erzählen. Und zwar nicht irgendeine, sondern eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte, welche du dir ausdenken kannst. Wir beide, die uns jetzt seht, wir müssen dahinschmelzen von dieser wunderschönen Weihnachtsgeschichte. Und du legst bitte jetzt los. Ja, warte, lass mich. Ich brauche wenigstens nur kurz 2 Sekunden, um was vorzubereiten. Eins, zwei. Also, vor langer, langer Zeit gab es mal die Mutter Maria. Die hat da so ein Kind aus, ne? Das hatte so ein paar Löcher in die Finger, so ein paar Drecksfinger, so weißt, kannst du besser Playstation spielen. So ein scheiß Kind, weißt, das wurde zum Messias, so weißt du? So ruhig rum, konnte besser Playstation spielen als alle anderen, weißt du? So, so ein abgefuckt scheiß Kind, der so, was wirklich. Am liebsten geschossen wird, Drecks konnte voll gut FIFA spielen, so, weißt du, ging voll ab und so, und hat dann die EU, so, die Meisterschaft E-Sports gewonnen, weißt du, und war so voll der Obermacker, wurde dann vor so ein paar anderen Leuten, weißt du, wurde dann voll ver, so, Fresse aus, Gesicht drauf, so, hatte ein Loch im Gesicht, ne, weil kein mehr da war, ja, und dann hat er trotzdem noch danach noch die E-Sports EM gewonnen, weißt du, und war Platz 1 und war voll der Held, Alter. Weil es ist so voll gewonnen vor meinem Platz. Ich finde die ohne Witz, wenn ich mal wieder dem ins Gesicht, so lange bis der nicht mehr aufstehen kann, ey. Seitdem spiele ich nur noch Pro Evo, ohne Witz. Das war wirklich eine sehr schöne Geschichte. Ja, das war eine Geschichte, die kann mich auch noch gut an meine Jugend erinnern, die habe ich schon mal gehört. Ja, das hat mir meine Mutter immer früher erzählt. Ich fand die immer so zum Einschlafen. Ja, wunderschön. Gut, ich glaube, damit ist die heutige Aufgabe definitiv gelöst. Und ich danke dir. Na, bitteschön, bitteschön. Ich hoffe, ich konnte dem entsprechen, was die Community sich gewünscht hat. Natürlich.